Christel Estermann hat ja viele bei den Münchner Löwen kommen und auch wieder gehen sehen. 10 Vereinspräsidenten und sogar 25 Trainer. Hab ich alle überlebt. Schon bald geht sie selbst. Ende des Jahres gibt sie das Löwenstüberl an der Grünwalder Straße auf, nach 23 Jahren. Das fällt mir unwahrscheinlich schwer, aufzuhören. Weil das Leben hat sich ja ganz nach dem Löwen angepasst. Und naja, und meine Fans sind mir ans Herz gewachsen, das ist ganz klar. Angekündigt hatte sie ihren Abschied schon häufiger. Mit 75 Jahren ist es jetzt aber einfach mal genug. Dabei kann sie doch eigentlich gar nicht ohne ihre Löwen. Die sind bei mir im Herzen drin. Das ist einfach, jeder Löwe hat bei mir einen Platz. Wenn er was, wenn er Sorgen hat oder einfach ein Problem, bin ich da dafür, weil ich kann das nachfühlen. Und der Löwe brüllt und ist auch wieder lieb. Ursprünglich kommt Estermann aus der Modebranche, hatte mit Christels Moden eine eigene Boutique, dann wechselt sie in die Gastronomie und 1996 an die Grünwalder Straße. Es waren die goldenen 90er Jahre beim Club aus Giesing. Aufstieg in die Bundesliga, Champions League-Qualifikation. Einer ihrer liebsten Gäste, Erfolgstrainer Werner Lorand. Oben habe ich ihn austrickst. Er war im Trainingslager. Da hat er gesagt, ich darf die Spieler nichts zum Trinken geben. Da haben wir ja. Da habe ich geklopft und habe ihnen zwei Flaschen Wein gebracht. Hat er mich erwischt. Aber er hat nicht geschimpft. Diese Zeiten sind längst vorbei. Für die Fans ist Christel Estermann aber Kult. Ich war aber mal in Nürnberg im Auswärtsspiel, sind wir mit dem Auto gefahren. Christel, alle haben Christel, du hast gemeint, der Mooshammer, wie früher kommt der her, oder irgendein König oder was. Christel, servus. Ob es ohne Christel Estermann überhaupt weitergeht im Löwenstüberl, ist noch nicht klar. Irgendwo ist er, Liebe. Sehen Sie? Ganz klein. Einmal Löwin, immer Löwin.